Hi Freunde und willkommen zurück bei SKNK. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr wieder am Start seid. Und in diesem Video heute soll es um die technische Funktionsweise der In-Display-Kamera gehen. Nach dem Intro geht's los. Die In-Display-Kamera könnte die nächste kleine Smartphone-Revolution werden. Xiaomi und Oppo hatten schon im Juli 2019 gezeigt, wie es funktioniert. Und ganz besonders Xiaomi hat die Technologie etwas eindeutiger erklärt. Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Die Kamera sitzt in diesem Fall, wie der Name schon verrät, unter dem Display. Es funktioniert dann so, dass das Display sich an der Stelle transparent schalten kann. Aber wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Nun, jeder kennt aus Science-Fiction-Filmen. Fiction. Science-Fiction. Science-Fiction. Jeder kennt aus Science-Fiction-Filmen die transparenten Monitore und Fernseher. Diese Art von Technologie existiert schon und sie nennt sich TOLED. Jetzt wird es etwas technisch und ich hoffe, ich kann es verständlich erklären. Ein OLED-Display, wovon die meisten Fernseher und Smartphones einen besitzen, bestehen aus logischerweise ganz vielen kleinen LEDs. Ein Pixel ist in diesem Fall eine LED. Und eine LED ist im Prinzip nichts weiter als eine Diode bzw. Leuchtdiode. Diese Diode wiederum besteht aus einer Anode und einer Kathode und aus einer dazwischenliegenden Halbleiterschicht. Diese Schicht existiert zweimal in der Leuchtdiode. In der einen Halbleiterschicht besteht ein Überfluss an positiven Ladungsträgern und in der anderen Schicht sind negative Ladungsträger an der Überzahl. Werden jetzt Anode und Kathode mit Spannung versorgt, entsteht ein Elektronenfluss zwischen den Halbleiterschichten. Als Resultat wird Energie freiggesetzt, wodurch kleine Lichtblitze entstehen und dadurch sendet die LED Photonen aus, was wir als Menschen dann als sichtbares Licht wahrnehmen können. Das erstmal als Grundverständnis, denn uns interessiert ja mehr die TOLED-Technologie. Und im Grunde ist diese nichts anderes, nur dass die Anode, Kathode und die Halbleiterschicht aus transparenten Materialien bestehen. So kann die LED sogar in beide Richtungen strahlen und ermöglicht ein fast unsichtbares Display. Die Transparenz besteht aus 70 bis 85% im ausgeschaltetem Zustand. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, wo dies hinführt. Diese Art von Technologie kann wirklich vielseitig eingesetzt werden, wie auch hier bei der In-Display-Kamera. Sobald wir nämlich die Kamera unter dem Display aktivieren, schaltet das Display aus und wird transparent. Sobald wir die Kamerafunktion wieder verlassen, schaltet das Display wieder ein und wir haben ein volles Display. Nicht der gesamte Screen übernimmt hier die Funktion der TO-LED-Technologie, sondern lediglich eine Handvoll TO-LEDs, welche über der Kamera platziert wurden. Bedeutet also, man kann auch Displays in Kombination von TO-LEDs und Standarten OLEDs herstellen. Die Anwendungsgebiete sind wirklich riesig und klasse. Überall da, wo wir Monitore, Fernseher, Bildschirme haben, wird in Zukunft mit hoher Sicherheit nur noch ein Stück Glas sein. Natürlich steckt diese Art von Technologie noch in den Kinderschuhen und die Produktion ist zudem sehr kostspielig. Aber für kleine Anwendungsgebiete, wie in diesem Fall mit der In-Display-Kamera, ist es schon locker umsetz- und anwendbar. Das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen verständlich erklären. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Lasst ein Like da und abonniert kostenlos meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, Friends. Macht's gut und ciao.